Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre hat der Wald sehr gelitten. Überall können wir abgestorbene oder kranke Bäume sehen. Das ist ein neues Waldsterben, das viele Rätsel aufgibt. Denn warum sterben auf einmal Bäume, die jahrhundertelang allen Witterungen getrotzt haben? Wissenschaftler suchen nach den Gründen, damit Forstwirtschaft und Naturschutz ihre Strategien anpassen können. Die Wälder um Jena, ein beliebtes Wandergebiet. Aber auch hier schon tote Bäume, viele Lücken. Der Klimawandel ist angekommen. Die Trockenheit und Hitze der letzten Jahre fordern ihren Tribut. Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena beschäftigt sich seit Jahren mit dem weltweiten Sterben der Bäume. Was ist jetzt anders als beim Waldsterben in den 80ern? In den 80er Jahren war das Luftverschmutzung, Eintrag von Schadstoffen auch dann in den Boden, Versauerung des Bodens. Und da konnte man relativ gezielt Maßnahmen ergreifen gegen diesen Eintrag, Entschwefelungsanlagen oder Katalysatoren in Fahrzeugen. Während jetzt, das ist ein globales Problem, Klimawandel betrifft nicht nur eine gewisse Region oder ein Land, sondern betrifft die ganze Erde, das globale Klima. Und dementsprechend sterben die Bäume heute aus einem Grund, den man wesentlich schlechter eingrenzen kann. Hartmann und sein Team wollten in den letzten Jahren wissen, woran sterben die Bäume? Was macht ihnen so zu schaffen? Denn eigentlich ist ein Baum auf schlechte Zeiten vorbereitet. Prinzipiell ist es ja so, dass der Baum gespeicherte Reserven hat, auch Kohlenhydrate, die im Gewebe eingespeichert sind. Und sollte es jetzt zu einer Dürre zum Beispiel kommen, wo weniger Photosynthese betrieben werden kann, kann er normalerweise darauf zurückgreifen. Wenn diese Dürre allerdings zu stark ist, wird die Verlagerung innerhalb des Baumes dieser Kohlenhydrate wird halt auch reduziert. Das heißt, der Baum kommt eigentlich gar nicht mehr an seine Reserven dran und er verhungert sozusagen mit einem vollen Kühlschrank. Alle Transportwege im Baum sind auf Wasser angewiesen. Bei längerer Trockenheit gerät das System ins Stocken. Ortswechsel. Auch im Leipziger Auwald wollen die Wissenschaftler wissen, wie es den Bäumen geht. Messfühler im Holz können feststellen, wie viel Wasser durch den Stamm transportiert wird. Dieser sogenannte Stammfluss entsteht dadurch, dass die Bäume die Spaltöffnungen ihrer Blätter öffnen, um Kohlendioxid aufzunehmen und Photosynthese zu betreiben. Gleichzeitig verdunstet aber auch Wasser durch diese Öffnungen. Das verdunstende Wasser wirkt wie der Motor einer Pumpe und zieht einen Wasserfaden durch die Gefäße des Baumes von den Wurzeln nach oben. Bei Trockenheit machen die Bäume dicht. Normalerweise schließen Bäume ihre Stomata, ihre Spaltöffnung in den Blättern. Dann verdunstet dort kein Wasser mehr und der Wasserfaden wird nicht nachgezogen und der Stammfluss kommt zum Erliegen. Wenn die Stomata aber zu sind, die Spaltöffnungen, kann auch kein CO2 aufgenommen werden. Wenn das also zu lange passiert, verhungert der Baum. Das Ergebnis der Messungen: Ein Trockenjahr ist noch kein Problem, aber zwei außergewöhnliche Trockenjahre hintereinander, wie 2018 und 2019, machen vielen Bäumen den Garaus aus. Die Jahre 2018 und 2019 waren die extremsten seit Aufzeichnung des Klimas in Mitteleuropa. Und was vollkommen neuartig ist, dass die nacheinander kamen. Das war quasi ein Doppelschlag. Wir haben aus unseren Stammflussmessungen gelernt und auch aus Jahrringuntersuchungen an Bäumen im ganzen Auwald, dass die Bäume hier mit dem Jahr 2018 und der Trockenheit einigermaßen gut klargekommen sind. Schwierigkeiten haben sie dann im Folgejahr gehabt. Nach dem zweiten Trockenjahr waren 60% der Bäume nachhaltig geschädigt. Die Esche, die schon lange an einem Pilz leidet, wird nun auch noch vom Eschenbastkäfer befallen. Und auch den Ahorn hat die Trockenheit anfällig gemacht für die Rußrindenkrankheit. Ein Pilz, der die Bäume absterben lässt. Um großräumig festzustellen, welche Wälder besonders unter Klimastress leiden, wollen Wissenschaftler in Zukunft Satellitendaten nutzen. Erste Versuche dazu beginnen gerade am Auwaldkran in Leipzig. Ein Sensor am fahrenden Kran scannt das Fluoreszenzsignal der Bäume. Das ist ein für uns nicht sichtbares Licht, das die Bäume abgeben, wenn sie Photosynthese betreiben. Dieses Licht kann später auch vom Satelliten aus gemessen werden. Wenn es schwach ist, leiden die Bäume unter Stress, zum Beispiel durch Trockenheit. Die Idee ist, dass wir halt mehrere Signale miteinander kombinieren, die uns zusammen halt ein genaueres Bild geben über den Zustand der Pflanze. Und Fluoreszenz ist so ein Schlüsselparameter, da er
oder da dieses Signal direkt mit der Photosyntheserate zusammenhängt. Und wenn die Idee ist, dass wir dadurch halt eine Früherkennung des Stresses sowie halt auch des Art des Stresses bekommen können. Der Klimawandel hat vieles verändert. Früher war der Wald der Inbegriff von Beständigkeit. Jetzt sieht er jedes Jahr anders aus und wirft immer neue Fragen auf. Die Wissenschaftler kommen kaum hinterher, diese zu beantworten.